Ich krieg jetzt nochmal extra Bacon Jam drauf, auf spezielle Empfehlung, weil es einfach mehr knallen soll. Ich möchte niemanden aufs Schiff treten, ich möchte JP da nicht an Karren fahren, aber das Ding ist einfach... Boah. Kurzer Spoiler auch nochmal am Ende des Videos jetzt aufgenommen, ist hier jetzt reingeschnitten zu der Tatsache von der schlechten Bewertung vom letzten Video JP Performance, verlinke ich auch nochmal das Video am Schluss. Da gibt es noch eine Top-Secret-Information, die ihr im Laufe des Videos erfahren werdet. Ich selber war sehr überrascht, ich denke ihr auch. Ganz kurz, da war ich im Sinne der Weihnachtszeit. Meine Schwiegermutter hat sich einen Kühlschrank gewünscht. Da habe ich mir einen Kooperationspartner rangeholt, der mir einen Kühlschrank stellt. Schick Kühlschrank. Ich habe als erstes geguckt nach den Amazon-Bewertungen. Da bin ich auf die gestoßen, habe Top-Bewertung, Top-Preis. Und warum der Zuschlag noch auf diesen Kühlschrank gegangen ist, der hat halt geile Funktionen. Er hat zum einen Wasserspender, was ich sehr geil fand. 5 Liter Tank, kannst du immer schön 2 Grad kühles Wasser zapfen. Der hat aber noch um einiges mehr. Erstmal von der Größe. Das ist Großfamilienkühlschrank, würde ich jetzt mal sagen. 356 Liter Fassungsvermögen rechts und 203 Liter Fassungsvermögen links. Das Schöne ist an dem Ding zum einen, dieses Einfrieren, das kann nicht mehr passieren, dieses Wasser, was sich bildet, dieses Gefrierwasser, was das alles vereist, das geht nicht mehr. Das ist nicht möglich, da ist eine Technologie drin, dass das nicht passieren kann. Ihr habt eine 3D-Funktion, ein 3D-Luftzirkulationssystem, was das ganze Gemüse und so weiter hält, das länger frisch. Also es bleibt wesentlich länger knackig und lecker. Was ihr noch habt, ist eine Schnellgefrierfunktion. Für die Saufnasen unter euch, die Eiswürfel vergessen haben einzufrieren, da könnt ihr hier eine Schnellgefrierfunktion reinballern. Das friert das wesentlich schneller ein, das macht für, glaube ich, ja, für ein paar Stunden macht es eine 32 Grad Gefrierfunktion, geht auch automatisch wieder aus, also man kann das nicht zu lange drin behalten und ihr schockfrostet das richtig schnell. Schöne Sache nebenbei, auch noch 39 Dezibel ist Maximallautstärke, also der ist richtig leise, obwohl das so ein Monster ist. Schöne Sache nebenbei, könnt ihr euch gerne angucken, hau ich in die Videobeschreibung rein und jetzt geht's weiter im Video. Was ist denn los da? Das stinkt! Verpiss dich, komm doch raus jetzt! Oh, ihr Lieben! Schön, dass ihr am Start seid. Der nimmt Müllentsorgung voll ernst. Neuen Video. Wir suchen den besten Burger Deutschlands. Heute JP Performance, zweite Chance. Ihr wisst, ich war schon da, aber ich nehme mir eure Kritik zu Herzen. Und es gab keinen Burger, wo so extrem viele Kommentare kommen. Du hast den falschen Burger gegessen. Bin nicht bei denen, die sagen, Cheeseburger, scheiße. Ich habe, guck mal mein Ranking an, wie viele Cheeseburger oben sind. Aber ich möchte auf euch eingehen und wir geben JP heute die zweite Chance. Blende hier eben nochmal von Max das Video ein. Der war auch da, der sagt auch übertrieben heftig. Auch ich bin eigentlich nur aufmerksam geworden, weil mir ein Abonnent geschrieben hat und meinte, ellenlange Nachricht. Max, du musst das testen, das ist der krasseste Burger. Und ich muss wirklich sagen, ich fühle ihn. Das ist ein sehr, sehr guter Burger. Soft. Sauce ist killer. Mhm. Bacon ist crunchy. Salat ist frisch. Das Highlight waren die Burger. Softe Buns, außen knusprige und innen saftige Patties und ausgefallene Soßen. So lohnt sich die Anreise und der Besuch ist ein echtes Erlebnis. 5 von 5 Punkten. Und wir ballern jetzt zum Auto und dann weiter. Ich war auch übrigens so schau, ich habe mir einen AMG für die Fahrt gegönnt, der mich 500 Euro Sprit kostet und ich mir den gar nicht leisten kann. Alles für die Community. Kommt mir nicht mit dem hier. Angenommen, ich bewerte ihn jetzt gut, wird die eine Hälfte sagen, ja, er ist eingeknickt, er hat sich den Kommentaren gebeugt und so und den anderen YouTubern. Und wenn ich schlecht bewerte, sagen sie, so wie vorher, ja, er war stur und er wollte sich nicht von seiner Meinung abbringen lassen und zeigen, dass seine Bewertung gerechtfertigt war oder so. Also kommt mir nicht so, jeder soll es so bewerten oder so sehen, wie er es meint, aber ich kann es hier nur falsch machen im Video. Ich nehme dieses Video trotzdem auf. Wir sind am Start bei JP. Hier auch seine Karre gerade am Start. Schöner RS6. Das ist aber auch ein schönes Ding. Denkt an meine Kommentare, Leute. Es gibt natürlich wieder einen Preis. Schreibt mir auch so gerne eure Meinung zum Video. Das fehlt mir im Moment ein bisschen. Eure Meinung rein. Verbesserung, Vorschläge, neue Ideen. Haut mir alles rein. Ich teste den Max in seinem Video getestet hat. Den Extrem Special Burger. Kleiner Carporn und dann wird Geschnack und Fatz.
eins uns von dem Laden lassen. Man kriegt für sein Geld was geboten, optisch zumindest. Geschmack werden wir gleich testen. So, ich habe einen Kollegen hier drauf, der hat auch mein Video gesehen, wo ich damals JP ein bisschen kritisiert habe. Das nehmen wir natürlich alles nicht so ernst und wir geben ja extra JP eine zweite Chance. Genau. Du selber bist bestimmt auch überzeugt vom Burger, ne? Auf jeden Fall, ja. Ich möchte diesen super geilen, verdammt geiler Special Burger und der ist auch nah im Programm, oder? Ja, schon. Natürlich würde ich dir empfehlen, dass du deinen Burger individualisierst natürlich. Ja. Was du haben möchtest, kannst du alles nehmen. Mhm. Dann schmeckt er natürlich noch besser, aber sonst kann man den auch so empfehlen. Nomi sagt, es ist eigentlich ein simples und geniales Prinzip, genau, ne? Wir haben den normalen Cheeseburger, wir haben Hamburger und wir haben einen Baconburger von Jalapeno und die sind alle von der Grundzusammensetzung genau, sind die gleich. Deswegen heißt der Hamburger auch Serienausstattung, also Zwiebel, Salat, Tomate und die Soßen. Beim Cheeseburger, der heißt Stage 1, da kommt der Käse dazu, Stage 2, da kommt Bacon dazu, Stage 3 kommt Bacon und Jalapeno dazu. Da kommt immer eine Zutat halt dazu. Jetzt verstehe ich, das ist wie beim Auto. Du nimmst die Serienausstattung 1 Hamburger, dann hast du Stage 1, dann hast du nochmal drauf den Cheese, bei der dritten Stufe hast du Bacon und bei der vierten Stufe hast du Bacon und Jalapeno. Und du hattest eben noch gesagt, JP vom Ding her findest du jetzt eigentlich gar nicht korrekt als Chef, oder meinst du, es ist eigentlich ein unkorrekter Chef? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ist er sehr entspannt. Er ist eigentlich sehr tief und entspannt gerade. Er ist ein netter Typ. Okay, gut. Aber ich glaube, wir sollen einfach mal einen Burger fressen. Dann guck gleich, Ahmed macht das Thema endlich passé. Okay, alles klar. Okay. Kannst du mal wieder sagen, ne? Ahmed ist wie ein Wirbelwind. Er sieht nicht so aus, vertraut mir, aber der wirbelt hier hin und her. Der hat hier 20 Kilometer gemacht im Laden. Der ist eine Gazelle. Ich krieg jetzt nochmal extra Bacon Jam drauf, auf spezielle Empfehlung, weil es einfach mehr knallen soll. Wir haben jetzt echt übertrieben Hunger, wir sind übertrieben unterwegs. Ahmed hat ein bisschen Arschkarte, weil ich habe Transier bestellt. Ahmed kann nicht essen, jetzt, wir teilen uns normalerweise oft auch. Ahmed, ess auch mal mit Bacon Jam. Piss dich. Da ist er. Das Transier ist schon schön gewellt da vorne, Ahmed. Also der sieht mächtig aus. Also ich muss dazu auch sagen, egal wie es jetzt schmeckt, ich möchte niemanden aufs Schiff treten, ich möchte JP da nicht an Karren fahren. Aber das Ding ist einfach, das lebt davon, dass ich ehrlich bin. Und ihr wisst, ich mache nichts schlecht oder so. Ich sag einfach meine Meinung. Oh, diese Scheiße. Lass doch, Mann. Also, Vergleich mit allen meinen Burgern. Erster Eindruck, ja, Brötchen-Style fast. Mh, saftig ist er, tropft. Ganz leicht mit der Hacke. Sorry, der Team. Ganz präsenter Bacon. Sehr dick damit belegt. Manche machen dieser dezent. Ist ganz, ganz dicker Bacon drauf. Steht sehr vor. Mir ist so kalt, ich zitter schon. Ich sag's euch ehrlich. Brot hat für mich Weißbrotcharakter, wie Toastbrot. Einfach wie Toastbrot, so sieht es aus und so schmeckt es auch. Natürlich geeignet als Toastbrot, nicht dieses, wir haben hier irgendwie zwei Toastbrotscheiben. Das ist einfach vom Geschmack her. Ist so. Er muss nochmal nachsnacken. Ich war überrascht, kann ich euch gleich ehrlich sagen, ich war überrascht. Die Bacon Jam war echt gut, die war echt gut. Ich habe mir noch Röstzwiebeln drauf machen lassen. Die Soße, ich weiß gar nicht, ob sie gleiche war, aber durch die Zusammenstellung von Zutaten schmeckt es ja dann doch manchmal anders. Bacon Jam und die normale Soße in Kombination. Fand den Burger nicht schlecht, ich fand ihn wirklich nicht schlecht. Man muss es aber einfach ins Verhältnis setzen zu einem Burger, der bei mir ganz oben ist. Wo es einfach unfair wäre, den hier in eine Bewertung ganz oben mit reinzunehmen. Wenn man nämlich einfach die Fakten nimmt. Das Brötchen ist völlig in Ordnung für einen Burger, kann man gut essen, leckeres Ding. Aber mit teilweise Buns, die wirklich was mit richtiger Handwerkskunst zu tun hatten, von traditionellen Bäcker. Diese Buns waren vom Himmel gefallen. Das war wirklich durchdacht wie irgendeine mathematische Formel. Fleisch, was wirklich, manches Fleisch hat so einen krassen Eigengeschmack. Oder eine Röstung, wo du einfach denkst, du beißt frisch vom Holzkohlegrill. Zack, das hat da jemand auf dem, er hat ein Feuer gelegt im Wald und bam, dieses Fleisch darüber geballert. Das war es nicht, aber es war ein Burger, der einfach lecker war. Aber im Ranking des besten Burger Deutschlands oben drin war es noch nicht. Gibt eine 7,3 Punkte von mir. Fand ihn wirklich in Ordnung und wirklich lecker. Hat mich überrascht. So eine heftige Information, die ich jetzt gekriegt habe, am Ende des Videos auch erst. Wer mir das nicht glaubt, Julian Francis, Mitinhaber hier oder Chef hier, ich weiß es nicht ganz genau, weshalb letztes Mal mein Burger so schlecht abgeschnitten hat im Vergleich zu diesem Mal, ist, dass es die Corona-Zeit war und die hatten harte Probleme. Noch jetzt hängt das nach und die haben Sachen, die kriegen keine Süßkartoffelpommes und. Und damals, nur zur Corona-Zeit, Takeaway-Zeit, hatten die TK-Ware teilweise, weil sie nicht vorbestellen konnten, weil sie nicht wussten, wann geht das und wollen natürlich keine Verschwendung, alles wegschmeißen. Und ich habe einen TK-Burger damals gekriegt. Das war er heute nicht und deshalb hat er mir deutlich besser geschmeckt. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Lasst mir einen Daumen oben da. Ich hoffe, die JP-Fans, dass ihr jetzt nicht mehr so enttäuscht seid. Meine ehrliche Meinung. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video, hoffe ich. Denkt auch an meinen Kommentar. Bis zum nächsten Mal.